Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir haben heute was richtig Tolles für euch. Keine übliche Live-Show, nein, wir haben eine Infoshow für euch. Wieder mit den besten Produkten und den besten Experten überhaupt hier mit dabei. Wir haben vor einem Monat grob schon mal eine Live-Show zusammen gemacht. Meine Lieben, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ihr könnt ganz bequem eure Füße auf den Tisch, holt euch was zu essen, schaut zu, stellt Fragen, seid fleißig in den Kommentaren, damit wir auch jede Frage von euch beantworten. Mit dabei heute der liebe Jan. Sven, schön, dich wiederzusehen. Wie geht's dir? Super, war eine lange Anreise aus Hamburg, aber... Du hast es geschafft. Ja, ich habe es geschafft, hat sich gelohnt, wie jedes Mal. Also wir sind ja hier in Ingolstadt, Oktoberfestzeit. Ja. Warst du schon Oktoberfest? Ich habe es leider noch nicht geschafft. Noch nicht. Mal gucken. Falls ihr aufs Oktoberfest gehen solltet, dann habt ihr vielleicht Lust auf eine dieser Produkte, die wir heute mitgebracht hast. Wir haben... Die Android Weeks momentan. Das heißt, alles im Rahmen der Android Weeks haben wir richtig coole Produkte. Was hast du uns denn heute mitgebracht? Bevor wir da reingehen, was sind die Android Weeks? Die Android Weeks sind quasi jetzt ein super Angebot für unsere Nutzer und Nutzerinnen da draußen. Auf Mediamarkt und Saturn, den Webseiten, haben wir natürlich tolle Deals vorbereitet. Das heißt, wir haben Smartphones, extrem günstig, knaller Angebote. Wir haben Smartwatches mit dabei, wir haben aber auch Chromebooks. Und Tablets. Und die Preise, muss ich sagen, können sich wirklich sehen lassen. Mhm. Und ihr dürft jetzt ganz fleißig schon mal in den Kommentaren mitraten, weil eins dieser Produkte, was hier liegt, könnt ihr heute gewinnen. Schlaue Füchse würden jetzt auf die Landingpage gehen bei uns, www.mediamarkt.de, und schauen sich schon mal an, was könntet ihr heute gewinnen. Wir gehen später nochmal drauf ein. Aber lass uns doch nochmal tiefer eintauchen. Android Weeks, Android, was ist so besonders an dem Ganzen? Ist ja ein großes Ökosystem, ne? Ja, absolut. Also Android natürlich als Plattform auch für unsere mobilen Endgeräte. Haben wir natürlich auf den Smartphones. Wir haben aber auch jetzt Wear OS auf unseren Smartwatches mit dabei. Und Android zeichnet sich dadurch aus, dass der Nutzer wirklich die volle Freiheit hat. Das heißt, jeder Mensch ist ja anders. Das heißt, wir haben nicht eine Individuallösung, die für jeden oder für alle Menschen gleich ist, sondern jeder kann sich sein Gerät so aussuchen, wie es am besten zu ihm passt. Displaygröße, Preisbereich, gewisse Ausstattungsmerkmale, die Kameras sind ja teilweise unterschiedlich, natürlich sind sie grandios, aber es gibt ja mal das eine oder andere Feature, was einem besonders gefällt. Und das Tolle ist, im Android-Ökosystem sind die Geräte alle miteinander, untereinander verbunden. Das heißt, ich kann mich für ein Samsung-Smartphone entscheiden und kann das mit einem Acer Chromebook koppeln. Oder ich kann zum Beispiel jetzt auch ein Pixel-Smartphone nehmen und das mit einer Samsung Galaxy Watch koppeln. Und das ist das Tolle, dass ich mir quasi das aussuchen kann und zusammen verbinden kann, wie es mir am besten gefällt. Na, das finde ich eigentlich das Beste immer, wenn dann wirklich jeder das auf sich selber zuschneiden kann. Wie du sagst, jeder ist unterschiedlicher. Ich zum Beispiel filme gerne, der andere kocht vielleicht gerne und so weiter. Ich habe auch einen riesigen Akku, also ja. Da kann ich ja frei wählen und das ist ja das Schöne. Oder vielleicht habe ich ja schon ein Produkt und ich möchte es ergänzen. Und dann muss ich halt nicht nur bei, ich sag mal, einer Familie bleiben. Oder klar, es ist eine Familie, aber nicht bei einem Hersteller, sondern ich kann wirklich das gesamte Ökosystem nutzen und für mich erweitern. Und ihr werdet heute auch im Laufe der Show so ein bisschen sehen, wie schnell und wirklich unkompliziert man eigentlich diese ganzen Sachen nutzen kann oder wie gut die gekoppelt sind, ne? Ja, das, genau das wollte ich eigentlich mit dir mal heute durchspielen, weil es gibt natürlich diverse Alltagsmomente und dementsprechend kann ich mir aussuchen, was ist mir wichtig, wo möchte ich was haben und wie möchte ich quasi mein Leben unterstützen, also auch meinen Alltag ergänzen mit Technik. Das soll ja das Leben einfacher machen. Also wir sagen ja Infoshow, das heißt, ihr findet heute in dieser Show raus, was ist euer Lieblingsprodukt, nehmt gleich das Angebot mit. Also da könnt ihr mal auf unserer Landingpage nochmal vorbeischauen und euch schon mal ein bisschen angucken, was vielleicht am ehesten was für euch ist. Aber lasst uns doch mal, Jan, mal reingehen, was hast du denn mitgebracht? Also was wäre das erste Produkt, was wir uns mal ein bisschen näher anschauen wollen? Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal so auf der rechten Seite an und ich habe ja gesagt, wir wollen auch über Alltagsmomente sprechen. Du siehst aus, jung, fit, machst sicherlich Sport. Danke. Jede Menge Sport, was machst du? Fitness? Gehst du gerne joggen? Ich gehe tatsächlich gerne ins Gym oder ich skate gerne. Also es ist so beides. Ist eine gute Mischung. Sind so die Kraft und Cardio ist beides. Auf jeden Fall ganz gut. Ja. Okay, super. Ich würde sagen, wir schnappen uns mal das Pixel 6a. Das haben wir hier. Okay. Und wir haben natürlich hier auch gewisse Sensoren. Gut, wir können das mit uns rumschleppen. Wir haben auch gewisse Apps. Es gibt ja im Android-Ökosystem über den Play Store Millionen von Apps zur Auswahl, die wir quasi nutzen können, um uns wirklich da im Alltag, so wie wir wollen, uns zu unterstützen. Und auch im Bereich Fitness gibt es ja auch diverse Apps. Von Google gibt es eine App, nennt sich Google Fit. Ich gebe dir mal das Gerät in die Hand. Sehr gerne, ja. Wir fangen damit mal an. Wir wollen ja mal gucken, okay, was kann ein Gerät alleine? Wenn du jetzt Google Fit öffnest, ich habe hier meine Handkamera. Ja. Gehen wir einfach mal darauf. Genau.
Kannst mal, dass man es auch sieht hier. Schauen mal. Gehen wir näher. Machen wir es mal von oben hier. Schauen, genau da. Da sieht man das dann cool. Das heißt, hier gehe ich drauf. Genau, einfach auf die Google Fit App. Und wir sehen schon hier direkt in der Ansicht, das sind so gewisse Vorschläge, wie du quasi für dich einfach nur jetzt mit dem Smartphone Sachen tracken kannst. Und ich würde gleich mal vorschlagen, wir messen gleich mal deine Atemfrequenz, noch nicht draufdrücken. Okay. Wir wollen ja mal gucken, wie fit du bist. Das heißt, das jetzt Gerät, stellt sich's raus. Das, ja, ganz schlecht. Ich habe gelogen, ich mache nicht Sport. Das stelle ich mal ab. Du hast okay. Was Fitness, das heißt, Kniebeugen sind da sicherlich drin. Okay. Das heißt, ich mache jetzt ein bisschen Kniebeugen? Ja, ich glaube, 100 haben wir keine Zeit für. Also 5 bis 10 kriegst du ja locker mal hin. Okay, Leute, ich mache das für euch. Jeder, der zu Hause ist, darf gerne mitmachen. Also ich würde mitmachen, ich muss die Kamera halten. Musst ja, schade, gell? Okay, ich mache es für euch mit, mal ein bisschen schneller hier. Und ihr zählt mit zu Hause in den Kommentaren. 1 und 2, ich fühle mich jetzt gerade wie so im Yogakurs hier. Und mitmachen. Ich hoffe, du merkst, dein langsam der geht nach werden. Oben hier. Zack, 1, 2. Warte, ich mache noch ein bisschen, ich hyperventiliere noch ein bisschen. Okay, jetzt. Okay. Hast geschafft? Wunderbar. Ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel. Okay. Alles klar. So, wir sind zurück in der App. Einmal kurz hochwischen. Okay. Und jetzt halte ich es einfach nur fest, oder? Nee, jetzt klicken wir einmal auf Atemfrequenz aufzeichnen lassen. Genau. Jetzt starten. Okay. Da wird gerade erklärt, okay. Mal, wir gehen mal so. Okay. Ja, das sieht man, glaube ich, ganz gut. Kurz zusammengefasst, man sollte deinen Brustkorb und dein Gesicht sehen, um natürlich die Atmung am besten aufzuzeichnen. So, und jetzt gehe ich auch weiter. Richtig, genau. So. Da wird es nochmal genau gezeigt. Genau, der Kopf muss im oberen Feld sein. Du hast gleich 2 Kästchen. Und natürlich auch da wieder, ganz wichtig, Android steht ja auch für Sicherheit. Das heißt, jede App, die auf gewisse Sachen zugreifen möchte, sind Sensoren oder auch die Geräteordner, muss vorher auch fragen. Selbst die Google-Apps fragen genauso nach. Und auch da ist natürlich Datenschutz gewährleistet. Das sind sensible Daten. So, aufrecht hinstellen, das machen wir jetzt hier, ne? Ich glaube, die Halterung ist dafür ganz gut. Okay. Probier das mal aus. So, warte mal. Das sieht man ganz gut, genau. Messung starten. Gleich schaltet sich die Kamera ein. Können wir nochmal näher ran? Ich gehe so rum. Du gehst so. So, warte. Ich muss runter, wie? Ah, hier. Okay. Und jetzt haben wir dich da auch mit drin, genau. Und jetzt einfach atmen. Hier oben haben wir den Countdown. 10% haben wir schon. Da siehst du auch richtig schön deine Atemkurve. Scheint sich langsam zu entspannen, also gute Erholungsrate. Mhm. 60%, 70. Es läuft doch ganz gut. Wahnsinn, dass das übers Bild funktioniert. Ich kenne das sonst nur über die Watches. Das heißt, circa 22 Atemzüge pro Minute. So. Gehen wir hier. Aha, 22 Atemzüge, okay. Genau, die Messung können wir jetzt speichern. Und du könntest zum Beispiel sagen, okay, das ist, und jetzt auch hier wieder Google erlauben, Vitalwerte zu speichern. Das ist natürlich für dich in deinem Google-Konto gespeichert. Mal schauen mal, wir machen das so. Achso, das wird jetzt so gespeichert, oder? Genau, das ist in deinem Google-Konto, das ist da gespeichert. Du kannst auch immer über meinkonto.google.de alle deine Daten einsehen, jederzeit natürlich löschen. Wir haben auch ein automatisches Löschen für dich in einer gewissen Frequenz. Und da hast du halt die volle Kontrolle. Okay. So, das ist jetzt Google Fit nur mit dem Smartphone. Wir wollen ja heute aber auch darüber sprechen, wie unsere Geräte sich miteinander verbinden. Mhm. Und dafür haben wir jetzt auch die Galaxy Watch 5. Mhm. Die haben wir dort einmal. Ja. Die ist natürlich damit jetzt schon gekoppelt. Kannst du dir gerne mal anschauen. Mhm. Schönes Modell, ist jetzt auch sehr aktuell. Wir müssen mal schauen, dass wir so ein bisschen von oben, sonst sieht man das ja, alles im Hintergrund. Ich lerne das auch als Kameramann. Ja, okay. Mal eine direkte Kameraschulung jetzt. Man sieht den Profi. Okay. Sehr schönes Modell, ist auch natürlich mit bei den Angeboten dabei. Das zeigen wir heute alles. Mhm. Und hier hast du natürlich auch ein Touchscreen, du kannst die Oberfläche verändern, das ist jetzt Wear OS. Mhm. Und der große Vorteil ist hier, das ist nicht mehr Tizen wie bei früheren Modellen, sondern jetzt mit Wear OS, das ist eine Kooperation zwischen Samsung und Google auch, das ist das ist jetzt die Weiterentwicklung von Android Wear, gibt es natürlich deutlich mehr Apps auch zur Auswahl für die Nutzer und Nutzerinnen da draußen. Mhm. Und Geräte sind ein bisschen schneller geworden, performanter, einfach auch, weil das Betriebssystem ist natürlich darauf optimiert worden in der Kooperation. Und du hast jetzt hier die Möglichkeit, natürlich diverse Apps zu starten und hast auch, weil es eine Smartwatch ist, natürlich mehr Sensoren als beim Smartphone. Kannst also deinen Puls tracken. Du kannst, das heißt, wenn du. Das sieht man hier auf der Rückseite, ne? Genau, das sieht man da auf der Rückseite. Ganz kurz, weil die haben wir ja schon mal besprochen, glaube ich, ne? Ja, wir hatten das Vorgängermodell. Das war die Galaxy Watch 4 und die ist jetzt hier brandneu mit am Start. Da sieht man den Sensor. Genau, diverse Sensoren, die dich dabei unterstützen, zum Beispiel Herzfrequenz zu messen, deinen Puls zu messen. Und natürlich auch, wenn du zum Beispiel unterwegs am Joggen bist. Mhm. Dir deutlich mehr Möglichkeiten zu geben, auch unterwegs
sag mal, deine Medien zu steuern. Mhm. Möchtest du Musik hören beim Laufen, dann kannst du auch quasi das Phone in der Tasche lassen und über die Uhr alles bedienen, zum Beispiel Lied weiter, zurück oder halt, was dich gerade interessiert. Mhm. Und wir können sogar einen Schritt weiter gehen, wir können auch natürlich Musik auf der Uhr speichern. Das heißt, du kannst dein Smartphone auch zu Hause lassen und hast dann quasi deine Kopfhörer direkt mit der Uhr gekoppelt, wenn du am Joggen bist und ist entspannter. Sparst extra Gewicht in der Hosentasche, ja. Richtig. Ist deutlich entspannter. Ist entspannter, ja. Ich habe auch manche Hosen, die haben gar keine Hosentasche, das ist also gerade Sporthosen. Ja. Dann ist es halt optimal, du hast die Watch einfach. Ich habe es auch, dass bei mir im Sport immer ständig irgendwie das Smartphone rausfällt aus der Tasche, okay. Wenn die irgendwie schlecht genäht sind. Und das ist halt ein großer Vorteil. Du hast halt da immer noch all das Wichtige an der Uhr. Okay. Und halt für dich unterwegs. Und sieht stylisch aus, muss man auch mal sagen. Ne? Also sieht stylisch aus, gibt verschiedene Armbänder davon. Auch jetzt hier vielleicht mal in diese Kamera ganz kurz. Dreh mal ganz kurz. Ganz kurz zeigt. Ich glaube, können wir kurz zur Seite, glaube ich. Ja, die können wir weglegen. So, aber ihr seht das ja schon. Auch hier, vielleicht auch in der Kamera, sieht man das ganz schön, dass die super stylisch ausschaut. Und vor allem auch, man kann die Armbänder super einfach wechseln. Ne? Ja. Das ist bei der hier mit einem Klick, pum, kann man sich nochmal auf sich selber anpassen. Richtig, genau. Und das Schöne ist halt, weil es Wear OS ist, also Teil des Android- oder Google-Ökosystems, kann ich das natürlich auch mit einem anderen Gerät koppeln. Ich brauche jetzt kein Samsung-Smartphone dafür. Natürlich kann ich das nutzen. Und auch Samsung bietet innerhalb seines eigenen Ökosystems gewisse Funktionen. Mhm. Aber das ist jetzt mit einem Google Pixel gekoppelt. Ich könnte das auch mit dem Xiaomi koppeln, einfach so, wie ich möchte. Oder halt je nachdem, welches Smartphone gerade jetzt im Angebot vielleicht dem Nutzer oder der Nutzerin gefällt, okay. Kann ich das mit der passenden Watch kombinieren. So, wo wir gerade bei Kombinationen sind, ich habe ja gesagt, im Bereich Fitness haben wir natürlich tolle Geräte. Wir haben jetzt auch die Pixel Buds A-Series mit dabei. Mhm. Das heißt, mit dem Xiaomi ist natürlich jetzt auch in den Angeboten mit dabei. Wir sind gerade dabei, machen Sport, wollen Musik hören. Und das wird ja ziemlich laut. Das stört ja auch. Das heißt, du kannst dir mal die Pixel Buds schnappen, aufmachen, einen rausnehmen. Ja. Zack. Und dank Fast Pair haben wir jetzt die Möglichkeit natürlich, dass die Geräte sofort miteinander gekoppelt sind. Das wird erkannt. Ich muss nicht extra auf dem Gerät irgendwas bestätigen. Und das Coole ist, du hast auch Google Assistant damit integriert. Könntest also auch darüber noch weitere Befehle an dein Smartphone geben. Ich habe jetzt den falschen in meinem, weil das OS zu, deswegen. Das weiß er. Okay. Nee, aber es funktioniert mega. Ja. Richtig, genau. Und wenn ich jetzt wieder, zack. Genau, damit ist dann quasi die Musik pausiert. Da springt er auch nicht zurück. Das cooles Workout. Und sie laden natürlich dann auch im Case in der Zwischenzeit. Ich finde so Buds immer mega entspannt. Dann hast du das ganze Kabel. Die ganze Problem Entwicklung, finde ich, es ist unglaublich praktisch. Es geht schnell in der Verbindung und natürlich kann ich dann auch einfach, sobald vielleicht auch jemand anruft und ich brauche die Hände frei, einfach kurz aufklappen, Kopfhörer ins Ohr und ganz normal freisprechen. Mhm. Also wir können es dir auch nochmal anschauen. Das sieht auch allein das Case, ne? Finde ich jetzt persönlich, sieht super stylisch aus. Grau würde ich mir sofort, also für mich zum Beispiel grau, schwarz, sowas in die Richtung, würde ich mir sofort holen. Auch da kann natürlich jeder bei euch zu Hause auch nochmal schauen, was euch da am besten gefällt. Aber ich finde die schon, richtig nice. Also wenn man jetzt auch mal hier vielleicht einen nochmal hier rausnimmt, dass man das auch nochmal sieht. Wie ist das auch mit Telefonieren und solchen Sachen damit? Kein Problem. Ja? Also richtig gut. Du kannst sogar auch, da sind diese Gumminupsis dran, sagen wir mal. Die gibt es in drei Größen. Ah, das unten, ne? Das heißt, genau. Also das heißt gerade, je nachdem, welche Ohrform man hat, man kann das einfach austauschen, das wird mitgeliefert. Ja. Also hier. Und das ist halt bei, ich sag mal jetzt, den gängigen Buds überall mit dabei, was ich ganz cool finde, dass es wirklich dann an das Ohr auch angepasst wird. Mhm. Nee, sehen richtig, richtig stylisch aus. Das auf jeden Fall. So, und da, das Xiaomi 12X, was kannst du da sagen? So, für wen ist zum Beispiel eher das Xiaomi was? Oder jetzt, wo siehst du den Unterschied? Ich würde sagen, Xiaomi hat auf jeden Fall eine tolle Displayrate, riesigen Akku, hält gut durch und ist natürlich dann auch gerade von der Oberfläche, ich würde sagen, für jeden eigentlich was. Ja, wir können es auch das mal ganz kurz, dass man das auch mal hier vom Nahen sieht. Ich muss ganz ehrlich sagen, alle drei Geräte, das ist eine reine Geschmackssache, was einem da gefällt. Mhm. Wenn man es nicht selber schon mal ausprobiert hat, ich hätte sonst gesagt, geht in den Markt, probiert es mal aus, guckt, was wirklich euch am besten gefällt oder vielleicht auch auf der Webseite. Einfach mal erkundigen. Wir haben ja auch zum Beispiel die ganzen Use Cases oder einen Großteil von denen, was ich dir heute zeigen möchte, haben wir auch nochmal auf der Landingpage mit. Mhm. Also da unbedingt mal vorbeischauen. So, ich drehe das auch mal, dass ihr es auch nochmal von der anderen Seite seht. Ich kann auch nochmal hier draufklicken.
Da haben wir die Musik gerade abgespielt. Ja, ist ein cooles Phone. Also es liegt gut in der Hand. Ja. Schöne Größe. Ja. Super cooles Phone. Ich bin mal gespannt, wer sich für was entscheidet. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, für welches ihr euch entscheiden würdet. Und das Coole ist ja eigentlich, wir können ja jetzt mal auflösen, was es heute zu gewinnen gibt von diesem Produkt. Spannend, ja. Also das Geile ist, ihr könnt euch jetzt für eins entscheiden, aber zu gewinnen gibt es diese Watch, über die wir gerade gesprochen haben. Also, das ist mal was. Ne? Wenn ihr wissen wollt, wie ihr dieses wunderschöne Stück gewinnen könnt, dann schaut auf jeden Fall bei uns auf der Landingpage vorbei. Das wird auch gleich noch eingeblendet, dann seht ihr das auch nochmal. Aber das ist mal ein Hammer. Hauen wir heute was raus in unserer Infoshow. Richtig, absolut. Und das Schöne ist, dieses Smartwatch ist natürlich nicht nur für Fitness geeignet, sondern natürlich auch sehr praktisch im Alltag, wenn es um, ich sag mal, grundsätzlich Produktivität geht. Also wir wollen natürlich auch mit den Geräten im Alltag sinnvoll unterstützen. Klar, Fitness ist auch ein wichtiger Punkt, ja. Aber wir haben natürlich auch was zu tun im Alltag. Und auch da hilft es natürlich, weil natürlich jede Menge Google-Apps auch mit da verfügbar sind. Es wurde gerade gefragt, kann man auch ein iPhone mit dieser Uhr verbinden? Das ist in der Form nicht so, ich würde es nicht empfehlen. Ist ja ein anderes Ökosystem. Ist ein anderes Ökosystem, genau. Wir sind da sehr groß aufgestellt und wir sind ein sehr offenes Ökosystem, ja. Rund um Android. Aber diese Kombi, das noch nicht gegeben. Okay, also ihr könnt euch dann doch lieber für eins der anderen Produkte, weil das sind natürlich, das ist viel Auswahl, was wir hier haben. Und ihr werdet gleich noch andere Produkte sehen, die auch Sinn machen. Aber jetzt auch mal eine Frage, die Uhr. Die kann ja sicherlich nicht nur Sport, sondern auch was anderes, oder? Richtig, genau. Also ich habe ja schon gesagt, ist ein Helfer im Alltag. Ja. Und dementsprechend, wenn ich jetzt beispielsweise irgendwo hin möchte. Ja. Das heißt, mein Vorschlag wäre, nutz am besten Google Maps. Mhm. Bringt dich am schnellsten von A nach B. Übrigens jetzt auch also mit Vorschlägen für den ökologisch freundlichsten Weg, wo du CO2 sparen kannst. Und sagen wir mal, wir wollen jetzt von hier nach Hamburg. Warte, ich nehme mal die Kamera, du kannst es zeigen. Richtig, genau. So, zeig, Moment. Ich drehe mal die Uhr dazu. So. Mhm. Schöne kleine Strecke, bist einen Tag unterwegs und vielleicht 16 Stunden. Mhm. Wenn wir das Ganze starten, dann haben wir quasi die Navigation jetzt hier auf dem Smartphone. Ich mache das aus. Ja. Leg das hin und habe die Möglichkeit natürlich jetzt direkt die Navigation weiter auf der Uhr zu nutzen. Das heißt, und die fängt natürlich auch an zu vibrieren, wenn ich beispielsweise nach links oder rechts abbiegen muss. Und das ist halt diese Smart-Unterstützung. Ich kann das ja mal so drehen. Das heißt, ich sehe hier jetzt ganz genau, wo ich lang muss. Kannst du nochmal anmachen? Das ist mega. Richtig. Und das kann ich natürlich genauso beim Laufen unterstützen. Mhm. Also Fahrradfahren, Laufen. Und da sollst du ja nicht jedes Mal wieder ans Smartphone ran müssen. Und genau deswegen ist halt so ein smartes Display am Handgelenk eine klassische, gute Unterstützung. Für den modernen Menschen, sagen wir. Ja, genau. Also einfach nur, wenn du ein bisschen mehr Unterstützung im Alltag möchtest, finde ich, ist das eine tolle Ergänzung zum Smartphone. Und da, wie gesagt, kannst du natürlich miteinander, untereinander kombinieren. Okay. Und was die Kombination mit dem iPhone angeht, ich kann dir sagen, auf jeden Fall die Buds, also Kopfhörer, natürlich, die im Ökosystem bei uns funktionieren, kannst du da auch koppeln, sind natürlich aber auch wieder mit den Funktionen eingeschränkt. Mhm. Aber was wirklich toll ist, du kannst natürlich sehr schön auch von einem anderen Ökosystem auf Android wechseln. Das heißt, du nimmst deine Fotos mit, nimmst deine Kontakte mit, nimmst alles, was dir wichtig ist mit, also WhatsApp-Historie, auch eine schöne Sache. Wichtig? Hast du jetzt auch mit dabei? Ja, ja. Heutzutage ist das wichtig. Und auch die Apps, das wird einfach gematcht. Mhm. Es gibt einen sehr tollen Installationsassistenten bei den Geräten, eigentlich bei allen. Und du wirst an die Hand genommen und der Wechsel ist da ziemlich einfach. Also, das ist mal ein Hammer. Und die Uhr gibt es, wie gesagt, heute zu gewinnen. Und ihr seid die Ersten, die das hört. Also von daher habt ihr auf jeden Fall schon mal einen Vorteil. Schön, dass ihr live mit dabei seid. Auch für alle, die jetzt neu eingeschaltet haben. Schön, dass ihr mit reinschaut. Also sehr, sehr viele coole Produkte. Da ist die Uhr, die Watch, die könnt ihr heute gewinnen. Aber wir haben ein Smartphone ja noch gar nicht angesprochen. Was haben wir denn da noch? Genau, das Samsung Galaxy S21 FE 5G, langer Name, kann aber auch viel. Darf ich das mal ganz kurz auch? Natürlich. Ich würde ganz gerne mal wissen, wie fühlt sich das denn hier an? So, ich halte das auch noch mal ganz kurz hin, dass ihr das auch noch mal seht. Ja, das ist auch, liegt gut in der Hand und sehe hier auch wieder drei Kameras. Ja. Das heißt auch da gute, für mich wieder, wichtig, guten Spielraum natürlich mit der Kamera, gute Videos, gute Bilder, ne? Richtig, richtig. Die Linsen sind natürlich dann auch für ihre speziellen Use Cases da optimiert. Das heißt, je nachdem, was ich brauche, Weitwinkel oder eine Telelinse mit dabei, da unterscheiden sich die Phones halt. Und da sollte man auch wirklich mal gucken, was ist einem wichtig. Mhm.
Das ist so meine Empfehlung. Und vom Preisbereich sind die natürlich alle sehr nah beieinander. Mhm. Und jetzt mit den Deals, also auf jeden Fall richtig, richtig gute Angebote. Ja, also schaut euch das unbedingt nochmal an. Genau. Auf jeden Fall. Genau, und da vor uns liegt hier aber auch noch ein wunderschönes Chromebook. Genau, ein Acer Chromebook. Auch da gibt es eine riesige Auswahl. Aber wir waren eben bei der Kamera. Ja. Und es ist natürlich eine Sache, ob ich mit der Kamera jetzt eine Atemfrequenz messen möchte. Ja. Ist natürlich eine tolle Sache, weil gut, wir nutzen den Sensor in der Form. Klar. Und du hast gesagt, du möchtest tolle Fotos machen. Natürlich, dafür ist die klassische Smartphone-Kamera auch gedacht. Genau. Aber natürlich, Google wäre nicht Google, wenn wir nicht sagen, wir sind auch sehr smart unterwegs und wollen auch unseren Nutzer und Nutzerinnen mehr bieten. Mhm. Und wir waren ja eben auch bei Produktivität mit Google Maps. Ja. So. Ich habe hier mal ein... Jetzt kommt's. Jetzt kommen die Tricks. Okay. Da bin ich mal gespannt. So, und ein sehr guter Kollege von mir, Namensvetter Jan. Aha. Aus Frankreich. Okay. Sagen wir mal, er hat mir mal ein Rezept geschickt. So. Okay. Sprichst du Französisch? Un petit peu. Je m'appelle Sven. Un appartement de Saint-Pierre. Also natürlich, so ein bisschen, ne? Ja, ich bin da raus. Komplett ich hatte meine fünf. Bitte nicht verurteilen. Ich habe das aufgegeben. Ich hatte 6 Jahre, davon ist wenig hängen geblieben. Ich verstehe mehr, aber... ja, verstehen auch, aber ja. Schöne Sprache, trotzdem. Ich habe mich auf Technik konzentriert. Ja, ist gut, vielleicht. Bei mir auch. Siehst du. So, und jetzt können wir nochmal die Handkamera uns schnappen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. So. Und auch das, wie das ist, was ich jetzt zeige, können wir quasi mit jedem Android-Smartphone machen. So, da sind wir. Das heißt, einmal Gerät entsperren. So. Und wir haben hier natürlich auch unsere smarte Google-Leiste. Das heißt, ich kann sie nutzen, um Sachen im Internet logischerweise zu googeln. Ja. Ich habe das Mikrofon, das aktiviert Google Assistant. Das ist toll für Sprachsteuerung. Mit Android 12 haben wir jede Menge Anpassungen, aber wir haben natürlich auch eine Oberfläche, die jede Menge Barrierefreiheit bietet. Also ich kann über die Sprachsteuerung Apps starten, aber das will ich dir nicht zeigen. Ich möchte dir das Symbol daneben zeigen, und zwar die Kamera. Okay. Und diese Kamera ist direkt die Verbindung zu Google Lens. Und Google Lens ist nicht einfach nur eine Bildersuche. Die haben wir schon in der Google-Suche integriert, sondern Google Lens ist halt eine intelligente, kontextbasierte Suche. Das heißt, wir haben hier smarte Unterstützung. Und ja. Hier unten habe ich jetzt auch den Punkt Übersetzen. Wir waren ja gerade bei Französisch. So schnell kann ich gar nicht erklären. So schnell kann ich gar nicht reden. Ich habe aufgetippt, das haben, glaube ich, die Nutzer und Nutzerinnen hoffentlich gesehen. Er hat direkt von Französisch auf Deutsch übersetzt. Damit ich nicht so viel wackel, ich drücke jetzt mal kurz drauf. Jetzt haben wir den deutschen Text. Jetzt sehe ich auch, was da eigentlich draufsteht. Zutaten benötigt, Ananasscheiben, Butter. Hey, das ist ja mega. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auch in Frankreich, ich sitze im Restaurant, irgendeine Speisekarte kann die mir einfach übersetzen lassen. Nicht nur das, und das finde ich klasse, Google Lens oder Google denkt da allgemein ein bisschen mit. Das heißt, wenn du bei einer Speisekarte bist, das ist jetzt ja ein Rezept, bei einer Speisekarte kriegst du die Speisen nicht nur übersetzt, du kriegst auch passende Bilder dazu. Ah, crazy. Wie heißt das bei euch hier im Süden? Halber Broiler? Keine Ahnung. Ja, kann sein. Heißt es so? Jetzt werden mich alle... heißt es so? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ein Broiler ist auf jeden Fall eigentlich ein Grillhähnchen, oder? Wir sagen Hähnel. Halb Häubsehnel. Damit könnte ich normalerweise in Hamburg trotzdem nichts anfangen. Okay. Und das Schöne ist, ich kriege halt auch passende Bilder dazu. Ah, okay. Ja, das so, ich habe jetzt leider keine Oktoberfest-Speisekarte mit dabei. Ja. Aber nochmal zurück, wir haben jetzt hier gerade... Sorry, ich muss die Kamera wiederholen. Alles hier, zack, das ist Sport. Wollen wir kurz nochmal meinen Atem messen? Warte mal. Wir sind ja noch gar nicht fertig. Okay, so. Also wir haben den gesamten Text hier. Ja. Wir markieren mal kurz alles so. Okay. Dann sage ich einfach Text kopieren. Das heißt, das ist auch ein Scanner. Für unterwegs, mobiles Arbeiten, ich brauche keinen Scanner. Ich muss auch nicht irgendwie ein Foto machen und das irgendwann später abschreiben. Das macht Google Lens automatisch. Ihr werdet das gleich auch sehen. Und ich sage jetzt einfach bloß auf Computer kopieren. So, hätte ich mehrere Computer... Jetzt sind wir wieder da. Sind wir wieder da. Jetzt seht ihr das auch nochmal. So, okay. Auf Computer. Hätte ich mehrere Computer, würde er auch mehrere vorschlagen. Mhm. Ich wähle jetzt unser Chromebook aus. Okay. Und das kopiert jetzt sozusagen den Text, den wir haben, auf unseren Laptop. Ich lege das mal hin. Ja. Während er kopiert. Er wartet natürlich auch, dass das Gerät sich meldet. Im Moment ist es ausgeschaltet. Und da ist es auch schon. Das Tolle ist natürlich, Chromebooks starten unglaublich schnell. Auch da. Auch da, genau. Und jetzt? Ups, Moment. Einmal einfügen. Hat er schon? Ja, das ist mal bei der Live-Show die Sache. So, wir laden es rüber. Boom. Jetzt haben wir unten auch die Meldung bekommen. Ja, weil eingeschaltet war. Text kopiert. War ausgeschaltet vorher. Und dann ist der... Yo. Oh, da ist er schon. Es wurde gerade die Frage gestellt, kann ich das Chromebook auch für die Uni verwenden?
Das wäre auf jeden Fall eine meiner Empfehlungen. Also Chromebooks zusammengefasst, starten schnell, bleiben sehr lange sehr schnell. Das ist Chrome OS als Betriebssystem. Mhm. Das ist quasi der Chrome-Browser mit ein bisschen drumherum. Dementsprechend, weil sie sehr performant sind, der Akku hält ewig. Ich sag mal, bei den meisten um die 10 Stunden gut dabei. Das steht natürlich auch in der technischen Beschreibung. Also ruhig mal schauen, Geräte vergleichen, die jetzt im Angebot sind. Und was ich auch sehr schön finde, ich kann die Android-Apps, die ich selber auf meinen Smartphones schon gewohnt bin. Wir zeigen das auch ganz kurz mal hier, dass ihr das auch mal seht, wie das Ganze hier so wirkt. Hier ganz kurz so. Und die können wir, brauchen wir gerade kurz noch nicht, warte mal. Diese hier, aber da seht ihr mal, wie es ausschaut. Also schaut euch das wirklich auch nochmal alle Produkte wirklich online nochmal an. Was passt zu euch? Was für welche Zwecke, wie jetzt zum Beispiel jetzt, wo gefragt wurde, hey, passt das für die Uni? Ne? Für was kann ich die Watch zum Beispiel verwenden? Da kann jeder für sich nochmal gucken, was habe ich denn für Anwendungszwecke bei mir selber? Richtig, genau. Also gerade wenn man schon Richtung, ich sag mal, viel mobiles Arbeiten unterwegs ist und auch eigentlich sonst viel am Smartphone macht, ich habe auf dem Chromebook auch die Möglichkeit, Android-Apps zu installieren. Das heißt, ich habe da auch die Oberfläche, die ich eh schon kenne, die Apps, die ich liebe, und habe die unten direkt mit in der Leiste drin. Und was ich auch sehr schön finde, nicht nur für die Uni, sondern für meine Eltern, ein grandioses Produkt, weil die natürlich auch unglaublich sicher sind. Das heißt, die überprüfen sich selber beim Hochfahren. Das ist ein abgesicherter Boot. Guckt quasi, ob da alles in Ordnung ist, wenn gestartet ist. Läuft es. Die Updates passieren völlig automatisch im Hintergrund. Nicht irgendwie eine Stunde lang offline warten, dass es mal funktioniert, sondern sie halten sich quasi selber die ganze Zeit fit. Also wirklich schnell, einfach und sicher. Und das ist eine tolle Lösung, gerade auch für den Preisbereich. Und was natürlich auch mit dabei ist, die haben diverse Formfaktoren. Oh, warte mal, das ist so. Du hast das jetzt einfach. Das ist für mich gut, weil ich breche Sachen immer. Ja, es kommt darauf an, wie du es knickst, aber. Aber das ist schon cool, ne? Jetzt hast du hier eigentlich wie so ein Tablet oder ein Bildschirm. Genau, wenn du es zuklappst, ist die Tastatur deaktiviert. Du kannst dann auch in den, nennen wir es mal, Tablet-Modus wechseln. Und wie schon gesagt, du hast die Android-Apps auch mit dabei. Ah, sehr geil. Ich kann jetzt sagen, mal. Also wir haben auch tolle Tablets im Angebot, aber wenn du dich nicht entscheiden kannst, ob Chromebook oder Tablet, ich hätte gesagt, kauf beides. Siehst doch die Tastatur. Kannst du aber auch sagen, du entscheidest dich für ein Chromebook und hast dann gerade auch bei denen mit Touch. Mega cool. Sehr geil. Eine richtig schöne hybride Lösung. Das ist für unentschlossene Menschen wie mich eine sehr gute Option. Das ist auf jeden Fall, genau. Hat man beides. Oder selbst wenn du schon einen wirklich starken Rechner zu Hause hast, ist es eine tolle Ergänzung. Und es wiegt auch nicht viel, ne? Es wiegt nicht viel, der Akku ist super. Ich nutze es auch super gerne privat auf dem Sofa, weil mein anderer Laptop ist zu groß, ist zu schwer und auf Dauer ist das einfach eine richtig tolle, mobile, leichte Lösung. Das wiegt echt nichts, ne? Also es ist echt, passt überall schnell rein, hast du überall schnell reingesteckt. Genau. Super. Das ist echt cool. Und auch da wieder natürlich mit dem Google-Ökosystem verbunden. Das heißt, die Apps hast du ja auch da, ist direkt quasi verknüpft mit deinem Google-Konto. Also wenn du Google Docs hier offen hast, als Textverarbeitungstool, hast du genau dieses selbe Dokument auf deinem Smartphone. Fängst du an, eine E-Mail zu schreiben auf deinem Chromebook, musst dann aber los oder zum Beispiel auch in der Uni, die Vorlesung ist zu Ende, du hast angefangen, was zu schreiben, er speichert automatisch, zuklappen, das Smartphone aus der Tasche nehmen, kannst nochmal weiterschreiben, nachlesen. Als erster rausrennen. Richtig, genau. Und das ist genau dasselbe mit Google Kalender, Gmail, wie gesagt. Ja. Und das ist halt wirklich praktisch, dass es in diesem Ökosystem nicht nur auf einen Hardwarehersteller gebunden ist, sondern du wirklich dann dich da frei entscheiden kannst. Und selbst wenn du nicht Chrome OS nutzt, sobald du den Chrome-Browser hast, kannst du natürlich da auch diese Funktionalität genießen. Das stimmt. Ohne jetzt andere Betriebssysteme zu nennen, das ist halt das Tolle, weil es ein offenes System ist. Ja, also das ist auch wirklich, ne, wie du sagst, das ganze Ökosystem, du hast es schon angesprochen, diese Verbindung innerhalb der Geräte ist schon Sparzeit. Richtig. Ne, und kann man sehr gut für sich nutzen. Wollen wir mal, das ist ja ein Rezept, oder? Das ist ein Rezept, genau. Wollen wir mal was machen damit, oder? Ich würde sagen, lass doch mal schauen, ob wir es nachkochen können. Genau, also wir probieren jetzt mal zu kochen. Ich weiß nicht, ob das wird. Wir haben es ja schon mal, nee, wir haben was Ähnliches gemacht. Ja. Aber wir schleichen uns jetzt mal so langsam in die Küche rüber. Und in der Zwischenzeit könnt ihr euch noch mal anschauen, wie die neuen Samsung-Produkte euer Leben beim Fitness unterstützen können, ne? Klingt doch super. Wir sehen uns gleich in der Küche. Fast geschafft. 2 Minuten erreicht. Verbrannte Kalorien. Let's go. It's getting better all the time. Let's go. I think I'm gonna make it. Let's go.
together, yeah, yeah. Magic, wir sind in der Küche. Na? Da bin ich jetzt kein Genie, aber du hast jetzt das Rezept. Also es kann nicht schieflaufen sozusagen. Ich wollte gerade sagen, nee, auf jeden Fall. Was machen wir denn überhaupt? Ich habe auch gerade wieder einen Zettel bekommen. Ich spreche immer noch kein Französisch, das hilft mir also wenig. Ja. Ich habe ja gerade gesagt, wir können ja auch, oder wir haben die automatische Synchronisierung zwischen den Geräten. Ja. Chromebook habe ich mitgenommen, ist gerade wieder zugeklappt. Wir haben auch ein Tablet hier mit dabei. Mega. Schnapp dir das doch mal. Das schnappe ich mir jetzt mal, okay. Mhm. Und jetzt? Am besten einschalten, damit wir wissen, was wir brauchen für das Rezept. Genau. Guck mal, da haben wir auch Google Docs. Ich mache das mal so, dass ihr das aussieht. Google Docs. Und da haben wir einmal unser Rezept. Das ist quasi das, was wir gerade... Ah, das ist jetzt direkt... Genau. Das heißt, wenn du Dokumente auch auf einem Gerät erstellst, sobald wir online sind, synchronisieren wir. Ja, das ist lässig. Das ist ganz praktisch, ja. Vor allem, wenn man so kannst du gar nichts vergessen. Nein. So, wenn du das eine da irgendwo liegen lässt, das andere da hast, wie das Tablet. Ich muss auch sagen, zu Hause, ich nutze dann auch gerne diese Funktion, um meinen Einkaufszettel zu schreiben. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn auf Papier immer liegen lasse. Ja. Und der Vorteil ist natürlich dort, wenn du auf dem Tablet angefangen hast, auf dem Computer, und du bist unterwegs, ein Smartphone hast du meistens mit. Ja, das stimmt. Ich meine, du kannst auch mit der Smartwatch bezahlen, aber ich mache es meistens mit dem Smartphone. Mhm. Aber du hast auf jeden Fall auch den Einkaufszettel mit dabei und kannst die Sachen mit abarbeiten. Was machen wir denn jetzt hier? Lies doch mal vor, was du die Zutaten brauchst. Also, soll ich mal die Zutaten holen? Mach mal. 9 Ananasscheiben aus der Dose brauchen wir. Ich hab's gehofft, ja. Okay. Du weißt schon, dass ich hasse Ananas. Ja? Ich bin einer der wenigen Menschen, die, glaube ich, Ananas hasst. Als Sportler solltest du wissen, das ist ziemlich gesund. Ich weiß. Stopp, okay, wir brauchen 3 Esslöffel Butter zum Bestreichen des Brotes. Ja? Mhm. Butter sehe ich nicht. Ich habe hier... Remoulade, die lassen wir mal lieber drin. Was brauchen wir noch? 9 Scheiben saftiger Schinken. Den haben wir. 9 Scheiben Brot. Oh. 9 Scheiben Brot. Brot? Ich sehe sie schon im Ofen. Ah, im Ofen, da haben die Kollegen ein bisschen mitgedacht. Scheinbar, scheinbar sprechen die Französisch. Soll ich es mal rausholen? Ja, hol das mal. Ich hole das mal raus. Ich würde sagen, den Ofen machen wir auch schon mal an. Zack. Ups. So, jetzt. Geht das hier. So? Ja. Leute, Live-Koch-Session hier. Okay. Dann brauchen wir... jetzt geht's los. Beginnen Sie damit, das Brot in einem Toaster leicht zu bräunen. Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen und abdecken. Das ist ja dann im Prinzip, wir machen es ja jetzt im Ofen, ne? Ja, gut. Also wir sparen uns das Vortoasten und dann machen wir einfach 200 Grad und dann... Ja, wir haben ja keine Zeit. Ist eine klassische Rechnung, oder? Okay. Backblech haben wir schon. Dann lassen Sie die Ananasscheiben abtropfen, bevor Sie das Brot buttern und mit Schinken und Ananas garnieren. Gut, Butter haben wir auch nicht, aber ich wasche mir kurz die Hände. Ja. Warte mal, wir schauen nochmal nach. Mir wird gerade gesagt, wir haben Butter. Moment. Oben links. Ah, siehst du? Hier. Ah, nicht gesehen. Ja, okay, alles klar. So, okay. Butter haben wir auch da. Das heißt, wir brauchen noch Besteck, ne? Wo haben wir hier Besteck? Das ist ganz links. Ganz links oben. Ja, Tortenbäcker habe ich gesehen. Ihr merkt, wir kochen sehr oft. Komm, du machst die Butter. Okay, ich mach die Butter. Ich kümmere mich um die Ananas. Okay, du erzählst weiter hier. Okay. Ich mach das jetzt mal schnell. Zack, ich bestreiche jetzt. Oh, das ist zu viel. Na, ja. Wie fett muss das denn? Steht das da drin? Ich mach das jetzt. Also, es wird jetzt kein Kunstwerk. Das wird dir wahrscheinlich dann nicht so gefallen. Das heißt, wie nennt man das Gericht nochmal? Hawaii-Toast. Hawaii-Toast, ne? Hawaii-Toast. Mein Gehirn ist kurz stehen geblieben, ja. Hawaii-Toast, kulinarisches genau. Highlight. Es gibt da schon Künstler, die darüber ganze Lieder gesungen haben. Also für alle, die jetzt gerade auf der Wiesn sind, im Oktoberfest und dann nach Hause kommen, was Einfaches haben wollen, Leute, ich glaube, das ist das Einfachste, was ihr machen könnt. Ich würde jetzt die Ananas weglassen, aber prinzipiell. Dann hast du bloß einen Schinken-Käse-Toast. Mega. Damit wäre ich zufrieden. Damit wäre ich zufrieden. Okay. Was steht auf dem Rezept? Was kommt als nächstes? Klappen wir das Chromebook auf. Wir wollen ja heute alles nutzen, was da ist. Ja. Und zack. Ich mach den Ofen mal zu. Mhm. Zack. Was ich auch schön finde, wir haben ja die Möglichkeit, auch direkt live zu editieren. Das heißt, fertig, guten Appetit. Ich notiere schon mal hier für... Okay. Das Tablet ist auch so schön dünn, ne? Das kannst du auch überall mit reinnehmen, in jede Tasche. Das passt, glaube ich, sogar auch in jede Frauenhandtasche, um ehrlich zu sein. Ja, das ist auch im Angebot. Ich weiß nicht, Jackentasche ein bisschen groß dafür, aber dafür ist es gut. Okay. Okay, das habe ich. Was kommt als nächstes? Jetzt? Jetzt kommt der Schinken rauf. Der Schinken. Genau. Ich wollte gerade notieren, mag Sven nicht.
Nächstes Mal wissen wir Bescheid. Das ist gut. Soll ich, kann das überstehen schon, oder? Ja. Was man auch hier sieht, ich tippe hier gerade, man sieht schon, während ich quasi tippe, wie das da live geändert wird. Das finde ich, ist auch mal eine schöne Sache. Und das Coole ist halt auch wieder, weil die Frage mit der Uni kam. Ja. Ich kann mit mehreren Leuten gleichzeitig in Echtzeit an dem Dokument arbeiten. Das geht auch mit Tabellen, das geht auch mit Präsentationen. Das ist halt eine schöne Sache. Das ist wirklich gut. Das ist unglaublich praktisch. Dann kannst du die Leute zwingen, die zum Beispiel immer nicht mitmachen bei Gruppenarbeiten, kannst du sagen, hey, ich sehe, dass du gerade nichts machst. Und was noch besser ist, ich weiß nicht, ob du, ja, du hast Karteikarten. Mhm. Es war nie so richtig meins, aber was wirklich praktisch ist, du kannst halt auch zum Beispiel mit den Google-Präsentations-Slides kannst du dir Karteikarten machen, kannst das auf deinem Computer vorbereiten, auf deinem Chromebook und in der Präsentation nimmst du einfach dein Smartphone. Dein Android-Smartphone und nutzt das als Karteikarte oder dein Tablet, das geht ja genauso gut, weil du ja natürlich dort auch die ganzen Infos hast. Ist eine schöne Sache, ich weiß. Schmeckt gut. Komm, ich übernehme, ich bin mit Ananas dran. Aber ja, du übernimmst die Ananas. Das ist nicht so mein Ding. Ja. Mm. Schmeckt die Ananas? Ich werde sie gleich mal probieren. Ihr dürft auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Wer mag Hawaii-Toast? Wer mag Hawaii-Toast? Und habt ihr euch schon fürs Gewinnspiel angemeldet? Nochmal, wir haben heute die Samsung... die Smartwatch, Galaxy 5 war das, ne? Ja, die Samsung Galaxy 5. Genau, die gibt es heute zu gewinnen. Galaxy und alle Watch anderen 5, so, ja. So, genau. Die könnt ihr euch nochmal anschauen, auch auf der Landingpage. Also, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr gewinnt. Ich bin mal gespannt, ob das was wird. Dann hat das auch wirklich was gebracht mit dem Rezept, ne? Ja, es ist eine wirklich tolle Uhr. Mhm. Und hilft dir natürlich auch, die Kalorien wieder zu verbrennen. Genau, die sagt dir, du hast zu viel Hawaii-Toast gegessen, du solltest jetzt mal Sport machen. Ich finde es schon ganz praktisch, weil du kannst natürlich auch einstellen, wie deine Tagesziele sind. Du kannst sagen, hey, ich möchte 10.000 Schritte am Tag schaffen. Komm, ich helfe dir jetzt. Jetzt zack noch. Und wenn du abends bei deinen, ich dachte, du willst welche ohne haben, aber dann ist es deine Entscheidung. Na komm, wir machen es. Alles klar, gut. Ich mach's danach dann fürs runter. Fürs Team. Wir sollten die Regie auch mit einbinden, die genau. Kriegen ein bisschen Essen von uns. Okay, und das kommt jetzt, warte, ich schaue noch mal kurz nach. Zack. So, alles für circa 5 bis 6 Minuten in den vorgeheizten Ofen geben, bis der Käse geschmolzen ist. Das ist, und dann steht hier fertig und guten Appetit. Ja, mega. Super. Was ich total praktisch finde, wir haben ja gesagt, wir sind ja mit den Geräten miteinander verbunden. Ja. So, wir haben über Fitness gesprochen. Wir waren sehr produktiv gerade. Mhm. Wir haben Sachen übersetzt, kopiert. Wir haben ein tolles Dokument erstellt, quasi digitalisiert, was ich auf dem Zettel hatte. Mhm. So, wenn ich in der Küche bin, das mache ich auch total gerne zu Hause, fange ich eigentlich schon an, während des Kochens, wenn mal ein bisschen Zeit ist, mir auszusuchen, was ich gleich schauen will. Also ich gucke total gerne einfach mal ein bisschen Fernsehen beim Essen oder eigentlich für mich ist es mehr, ich will mal YouTube genießen. Immer was, ja. Ja. So. Ganz ruhig. Ist gleich fertig. Ganz ruhig, okay. So, wenn wir jetzt hier auf dem Tablet sind, können wir sagen, wir gehen auf YouTube. Mhm. Und heute war schon ein Stream. Und ich glaube, da wurde auch was vorgestellt. Quasi auf der Couch, auf der wir gerade sitzen durften. Und jetzt haben wir hier ein Video und können natürlich uns dieses Video hier anschauen. Ist natürlich eine coole Sache. Aber was noch schöner ist, wir wollen das natürlich nicht zu zweit auf dem Tablet gleich schauen, sondern auf dem Fernseher. Ja. So. Und im Bereich Smart Home haben wir zum Beispiel jetzt auch Chromecast. Mhm. Und Chromecast von Google bietet uns die Möglichkeit, vom Tablet aus direkt YouTube-Videos auf den großen Fernseher zu streamen. Das bedeutet, wir müssen nicht extra spiegeln, also das Tablet können wir gleich wieder weglegen. Und wir können einfach sagen, wenn wir hier sind, wir haben hier oben das kleine Chromecast-Symbol, das Cast-Symbol, tippen drauf, haben jetzt hier Esszimmer, so haben wir das eben genannt. Können es natürlich auch Wohnzimmer nennen, Couch. Ich glaube, hier wird es nicht angezeigt in der Küche. Es wird drüben angezeigt? Das sollte drüben gleich laufen, genau. Ach mega, das heißt, wir setzen uns... Genau, dann lass uns quasi hier gekocht, das läuft jetzt gerade. Das läuft, genau. Die Regie nimmt das gleich raus, dass es nicht verbrennt, genau. Und wir nehmen mal alles wieder mit und schauen uns das mal an, ob es schon läuft drüben. Also, wir sehen uns gleich im Studio, ne? Wir gehen mal rüber und schauen mal an, ob das funktioniert hat, unser schönes Rezept. Ja. Wie lange sollte es nochmal laufen, der Ofen? 5 bis 6 Minuten, aber die Regie macht es. Stell einen Timer auf 5 Minuten. Oder so. Okay, siehst du, hier auch. Einfach Timer gestellt. Einfach Timer gestellt. Und siehst du, da läuft schon. Da läuft schon, genau. Ach, hey, das ist mega unkompliziert. Das heißt, ich kann es jetzt hier, ich habe in der Küche zum Beispiel schon mal ein bisschen vorgeschaut. Ja. Und dann sage ich, Mensch, bin fertig, Sabrina. Grüße gehen raus hier. Und ich kann das jetzt einfach weglegen. Genau, das kannst du weglegen. Wir haben jetzt bei Chromecast mit Google TV auch eine Fernbedienung. Mhm.
Was ganz schön ist, du kannst damit natürlich auch die Lautstärke vom Fernseher steuern, ihn sogar ausschalten. Okay. Wollen wir jetzt nicht. Aber das Tolle ist, du siehst es hier auch schon auf den Knöpfen, wir haben nicht nur einen YouTube-Knopf. Okay. Sondern wir haben auch zum Beispiel einen Netflix-Knopf, wir haben einen Google Assistant-Button für Sprachsteuerung. Oh, das ist cool. Und was ich wirklich toll finde an der Oberfläche, wir warten ja noch ein bisschen, ich gehe da gleich zurück. Wir haben hier natürlich auch jede Menge Apps jetzt unten zu sehen, richtig? Ja. So. Das hat sich gerade wieder verbunden zum Spielen. Okay, was wir jetzt hier sehen, ist natürlich die übliche Mediathek. Je nachdem, was ich gerade gucken möchte, wir haben hier eine tolle Auswahl. Mhm. Und es gibt hunderte Apps, die quasi uns dann zur Verfügung stehen, um unsere Lieblingsdienste, sag ich mal, zu streamen. Mhm. Was ich toll finde, weil es wieder natürlich Google Smartness ist. Es ist nicht nur Google Assistant eingebaut für meine Smart Home Steuerung oder halt auch zum Beispiel den Timer zu stellen, sondern ich habe auch die Möglichkeit, übergreifend über alle Dienste Inhalte zu suchen. Habe ich einen Lieblingsschauspieler? Sage ich Google Assistant, ich möchte Filme mit Sven sehen. Oh, weiß ich, bist du ein Film? Aber wir können ja mal zum Beispiel Leonardo DiCaprio oder sowas mal, oder? Können wir das mal testen? Geht das? Ja. So. Zeig mir Filme mit Leonardo DiCaprio. Achso, und dann sucht er das raus und dann sehe ich das sozusagen. Mhm. Genau. Mega. Da ist jetzt quasi übergreifend, kostenlos, beziehungsweise auch bei Diensten, wo das vielleicht irgendwie ein Entgelt kostet, ist es eine Auflistung. Und das ist halt nicht nur auf einen Dienst, wo ich dann immer wieder reingehe, sondern es ist halt wirklich über alle Dienste. Und je nachdem, was mir gefällt, das kann ich über die Zeit selber einstellen, bekomme ich halt immer bessere Vorschläge auch, die auf meinen Geschmack passen. Mhm. Das ist mega. Also du sparst jede Menge Zeit, wenn du dich entscheiden musst, weil du halt wirklich irgendwann richtig gute Vorschläge bekommst. Und das nicht nur von einem Dienst, sondern von allen Diensten zusammen auf einer smarten Oberfläche. Ja, also das macht halt das Leben schon einerseits produktiver, aber auch komfortabler um einiges. Natürlich. Wir wollen natürlich auch unterstützen. Wir wollen ja unsere Zeit sinnvoll nutzen. Und sei es jetzt mit Essen, sei es mit zum Beispiel Sport treiben oder natürlich auch vielleicht, um ein bisschen mehr Zeit für die Uni zu investieren. Genau. Das muss jeder für sich am Ende des Tages wissen, wie ihr das für euch nutzen wollt. Und jetzt können wir ja noch mal so ein bisschen durchgehen, was wir heute so besprochen haben, weil klar, in der Live-Show sind nicht die ganze Zeit die gleichen Leute, sondern vielleicht ist jemand gerade dazugekommen und der sagt so, ey, was haben wir denn heute jetzt alles hier besprochen? Ja. Was, gehen wir noch mal ganz kurz von vorne durch, was wir hier jetzt haben. Erstmal, wir haben ja die Android Weeks. Ne? Richtig. Also grundsätzlich nochmal spezielle Woche, wo wir dieses Android-Ökosystem vorgestellt haben, ganz am Anfang. Was ist nochmal der Vorteil davon? Genau, im großen Android- oder auch Google-Ökosystem habe ich als Nutzer die Wahl oder als Nutzerin, mir mein Lieblings-Smartphone auszusuchen, was wirklich zu mir passt. Formgröße, Preisbereich, Vorteile im Bereich der Kamera, Akkugröße oder einfach nur auch der Formfaktor. Es gibt ja jetzt auch Flip- und Fold-Devices. Oder es gibt einfach auch Farben, die mir gefallen. Das heißt, damit kann ich sagen, ich möchte mir mein Smartphone auswählen. Das Ganze kombiniere ich dann mit Millionen von Apps vom Play Store. Über Play Protect sind die Geräte gesichert, kriegen Updates, bekommen gerade auch die neuesten Android-Versionen. Wir sind bei 12. Demnächst kommen natürlich auch die neueren dazu mit neuen Funktionen, was richtig toll ist. Und über die Oberfläche Material U kann ich mir natürlich dann meinen Hintergrund auswählen. Ich kann die App-Farben bestimmen. Ich kann quasi die Oberfläche so anpassen, wie sie mir gefällt. Wir haben auch vorhin Google Fit angesprochen, ne? Vielleicht auch nochmal, kannst du nochmal zwei, drei Worte dazu sagen? Genau, das ist natürlich einer von den Diensten und wir haben ja auch verschiedene Alltagsmomente gehabt. Und im Bereich Fitness haben wir mit Google Fit einfach die System-App quasi von Google. Es gibt natürlich auch diverse andere Apps im Bereich Laufen, Fitness, was auch immer ich tracken möchte. Und das Ganze ist natürlich halt, weil wir sagen, es sind Android Weeks, nicht nur auf Smartphones bezogen, sondern wir haben auch Smartwatches, die uns dabei unterstützen im Bereich Fitness. Das heißt, wenn ich Google Fit nutze, nicht nur auf dem Smartphone, ich kann das auch auf meiner Smartwatch nutzen. Und da haben wir auch eine sehr schöne Galaxy Watch 5 hier. Bevor ihr gleich hört, was der Jan noch zu sagen hat, ihr könnt euch auch gerne selbst mal durchtippen, durchscrollen auf unserer Landingpage. Die blenden wir jetzt einfach mal für euch auch ein. Da seht ihr das Ganze, ne? Da ist alles nochmal zusammengefasst. Fitness, ja, wie ihr auch weiterarbeiten könnt. Entertainment, da seht ihr auch schon die Geräte, über die wir heute gesprochen haben. Die verschiedenen Smartphones zum Beispiel. Oder die Buds, über die wir gesprochen haben. Oh, jetzt hier, da werden wir direkt angerufen. Der Timer ist vorbei, das heißt, unser Hawaii-Toast ist fertig. Ja? Ja, wir lassen noch mal eine Minute extra goldig braun. Das lassen wir noch mal. Aber da seht ihr, ihr seht das Tablet, ihr seht hier auch unser Chromebook.
Also alles nochmal zusammengefasst für euch. Ideal, um nochmal abzuchecken, welches Gerät passt wirklich zu meinen Bedürfnissen. Was möchte ich zum Beispiel haben? Möchte ich Fotos, Videos machen? Möchte ich aber, wie du jetzt vorhin auch gezeigt hast, mit dem Chromebook arbeiten? In der Kombination Tablet, aber auch Laptop, super leicht für Studenten. Genau, wir haben richtig tolle Deals auf, was zum Beispiel Kombination von Smartphone und Kopfhörer angeht. Also mit den Buds der A-Series von Google ist das eine tolle Sache. Ich weiß, Samsung hatte auch ein schönes Angebot mit dabei als Kombination. Und wie du schon gesagt hast, frei kombinieren, frei wählen. Also das, was quasi dem Nutzer, der Nutzerin gefällt, im Ökosystem ist das die Möglichkeit. Für alle, die neu dabei sind, dieses gute Stück könnt ihr heute gewinnen. Ich sag's nochmal, ihr könnt das gewinnen. Schaut auf die Landingpage, schaut nochmal drauf, wir haben sie gerade eingeblendet. Ihr könnt diese Smartwatch gewinnen. Vielleicht sagst du uns nochmal, was ist so das Tolle an dieser Galaxy Watch 5? Ja, es ist eine Überarbeitung, es ist halt eine tolle Kombination und Erweiterung vom Smartphone selber. Die läuft mit Wear OS. Das heißt, auch da habe ich die Möglichkeit, natürlich meine Lieblings-Google-Apps mitzunutzen. Wir haben das gerade gezeigt mit Google Maps. Ich starte die Navigation auf dem Smartphone, habe dann natürlich die Navigation auf der Uhr. Ich kann dort meine Musik raufladen, kann das mit meinen Buds kombinieren und kann dann auch beim Sport treiben quasi mein Smartphone weglassen, unterwegs damit bezahlen, wenn ich das eingerichtet habe, über Google Wallet. Ich finde es auch sehr klasse, wenn du den QR-Code für dein Flugticket anzeigst. Also ein richtig schöner, smarter Helfer im Alltag. Soweit habe ich gar nicht gedacht, aber klar, den QR-Code, dann musst du nur noch hier am Flughafen drauflegen, fertig. Richtig, genau. Yo, das ist das. Ne? Das ist sehr, sehr praktisch. Ich lasse die vielleicht später, wenn die nicht mehr da ist, nicht wundern. Ja, vielleicht also, hast du ja auch Glück. Vielleicht gewinne ich auch. Lass uns nochmal ganz kurz aufs Pixel auch nochmal gehen, das wir hier haben. Genau. Was ist so besonders an dem? Pixel 6a ist jetzt gerade das neueste Pixel, was vor, ich glaube, doch schon ein bisschen Zeit, aber quasi das neueste Modell gerade. Preislich ein Hammer-Deal gerade im Moment. Ist quasi so das Premium-Entry-Device. Ansonsten haben wir auch, glaube ich, das Pixel 6 oder 6 Pro im Angebot. Ich müsste mir die Liste jetzt selber nochmal anschauen. Aber mit dem 6a habe ich natürlich dann auch wieder eine Update-Garantie. Ich habe ein sehr pures Android mit dabei. Das müsste sich jetzt auch gerade demnächst auf Android 13 updaten. Tolle Kamera, schöne Verarbeitung. Du hattest, glaube ich, auch gesagt, liegt dir ja gut in der Hand. Gefällt dir? Super in der Hand, ja. Ich habe auch die Google Fit App nochmal ganz kurz angezeigt. Aber ja, mega, mega Handy auf jeden Fall. Smartphone besser gesagt. So, ja. Okay, dann haben wir in der Mitte, kannst du vielleicht auch noch mal auf das kurz eingehen? Genau, das ist das Xiaomi, das 12X. Auch sehr, ich finde die Farbe sehr schön, fühlt sich richtig wertig in der Hand an. Auch das zeige ich euch hier auch noch mal ganz kurz, dass ihr es auch noch mal hier live seht. Ich finde es halt super stylisch. Ne? Blau ist auch meine Farbe, würde ich direkt nehmen. Also auch hier seht ihr es noch mal. Warum ist das so cool? Farbe ist ein Faktor, tolle Kamerafunktion mit dabei. Ich sehe hier oben auch schon hier Harman Kardon mit dabei, quasi wahrscheinlich für besseren Sound. Was ich sehr toll finde, ist auch, da ist so ein Schnellcharger mit in der Verpackung mit drin, 65 Watt. Ich würde aber auch empfehlen, jeder sollte sich die technischen Aspekte nochmal genau anschauen oder in den Markt gehen, sich das nochmal in die Hand nehmen und ausprobieren, was einem gefällt. Es sind am Ende aus meiner Sicht Nuancen, wo ich sage, hey, das gefällt mir bei Samsung besser, das gefällt mir bei Pixel besser, das gefällt mir bei Xiaomi besser. Das muss jede Person für sich selber entscheiden. Aber auch mega Qualität, wenn du jetzt hier einfach nur den Bildschirm anschaust. Also ich schaue ja auch sehr viel. Das sind alle performant. Auf meinem Smartphone schaue ich auch sehr gerne YouTube oder irgendwas anderes an. Ne? Heißt, das ist natürlich, wenn das so eine coole Auflösung hat, swiped super smooth durch, mega. Das sind halt alles aktuelle Modelle. Wie ist denn das mit der Akkulaufzeit bei dem Smartphone, weißt du das? Ewig. Checkt es auf der Landingpage auf jeden Fall nochmal ab. Würde ich gerade sagen. Also ich kann dir sagen, mit Android 12 haben wir den intelligenten Akku mit verbaut. Okay. Das bedeutet, dass sich das System auch selber optimiert. Das ist eine schöne Sache. Das ist quasi, es lernt den Nutzer kennen. Mhm. Es weiß zum Beispiel, welche Apps gerne genutzt werden, welche weniger genutzt werden und kann dementsprechend dann die Systemressourcen verteilen. So, also holt das meiste aus dem Akku raus, das ist ein Vorteil von Android 12, genauso wie das Anpassen der Oberfläche über Material U oder natürlich auch die eingebauten Sicherheitsfunktionen, wie jetzt die automatischen Updates und natürlich dann auch mit Play Protect, dass ich als Nutzer geschützt bin. Was ich auch sehr cool finde, in der Messenger-App haben wir auch einen Spamfilter mit drin. Das heißt, wenn du die üblichen
angeblichen Postpakete bekommst. Das wird automatisch gefiltert und landet im Spam-Ordner, statt die SMS einfach so anzuzeigen. Und das Gleiche gilt auch für den Chrome-Browser. Also bevor du irgendwie über einen Phishing-Versuch reinfällst und irgendwo deine Nutzerdaten eingibst, wo es eigentlich nicht die richtige Seite ist, auch da bist du als Nutzer geschützt. Gerade wenn ich technisch nicht ganz so fit wäre, wäre das eine tolle Sache. Und auch wenn ich fit bin, finde ich es sehr, sehr angenehm. Das ist sehr angenehm. Ja. Und dann haben wir auch schon über diese richtig stylischen Buds gesprochen, also Kopfhörer, kabellos, auch da kann ich mal nochmal aufmachen, dann seht ihr das. Und wir haben uns vorhin auch angeschaut, wie schnell die verbinden. Genau, dann Fastpair. Verbinden sich super schnell vom Handy, vom Smartphone besser gesagt, direkt auf die Kopfhörer und sind halt, wie du sagst auch, ne, was ich gut finde, dass da auch drei verschiedene, wie sagt man zu denen? Ich nenne sie Nupsis. Nupsis? Ich wusste, du hast so einen Fachbegriff. Ja, einen Fachbegriff Nupsis. Dafür. Ihr habt drei verschiedene Variantengrößen für jedes Ohr, perfekt und liegen auch echt gut drin. Also hier, jetzt habe ich auch die richtige Seite. Ich kann die mal ganz kurz reinmachen. Habe ich die gerade richtig? Nicht ganz. Du musst diesen... Das nach oben, ne? Genau. Jetzt. Der stabilisiert sich nochmal im Ohr. Ich kann das mal ganz kurz hier auch, dass ihr seht, wie die im Ohr drin... Oh, jetzt geht die Musik wieder ab. Die liegen echt angenehm. Und wenn ich auch ein bisschen den Kopf schüttel, gehe nicht raus. Die halten. Ich würde sagen, jetzt nach den ganzen Kniebeugen kannst du mal ein paar Burpees machen, ausprobieren, wie gut das hält, aber... Ich bin gerade... Ich würde sagen, lass uns mal weitermachen, bevor unser Toast verbrennt und uns die Zeit davon läuft. Das stimmt. Nee, aber was kannst du noch über die sagen? Also Google Assistant ist mit eingebaut. Ich habe eine Touch-Bedienung mit dabei für beide Seiten. Halten lange durch. Lässt sich natürlich auch mit jedem anderen Smartphone hier koppeln. Schöne Ergänzung. Und auch fürs Telefonieren eine tolle Sache. Ist ja so gesehen ja auch eine Freisprecheinrichtung. Du hast das Ganze mit dem Kabel das Problem nicht. Genau, und ich finde gerade, weil dieses Fastpair mit dabei ist, was ja auch mit Android 12 kommt, sobald ein Anruf kommt, ich muss nicht irgendwie erst umständlich ans Telefon, sondern die Geschwindigkeit reicht aus, einfach aufklappen ins Ohr und du kannst den Anruf annehmen. Mega. Also schaut euch das auf jeden Fall auch nochmal an. Und wir haben natürlich noch ein drittes Smartphone hier mit dabei. Genau, von Samsung haben wir auch ein schönes Tablet. Kann ich mal ganz kurz, ich zeige mal ganz kurz, dass ihr nochmal das Smartphone auch seht. Hier mit dabei. Ich zeige es mal von vorne. So. Liegt auch mega gut in der Hand. Ja, auch wieder drei Kameralinsen. Tolle Verarbeitung. Schönes Modell. Da ist unser Timer. Da ist unser Timer, genau. Ich hoffe, jemand hat unser Hawaii-Toast rausgenommen. Das müsst ihr jetzt Wir werden es gleich sehen. Wir werden es gleich sehen. Okay, ich kriege gerade aufs Ohr unsere Hawaii-Toast. Verbrennen gerade, ja. Nee, die sind schon draußen. Also, das haben wir auf jeden Fall schon mal geschafft. Sehr geil. Nee, auch das ein richtig cooles Smartphone. Und du hast gesagt, hier gerade noch das Tablet. Das hatten wir ja gerade auch drüben schon in der Küche. Wir haben da das Rezept rübergespielt. Und du hast ja auch vorhin kurz angesprochen, mit Google Lens konnten wir in Echtzeit ein Rezept, was wir hier hatten, übersetzen. Ne? Genau, übersetzen, scannen. Und dann direkt natürlich auf unser Chromebook kopieren, beziehungsweise wir hätten den Text auch auf dem Gerät weiterverarbeiten können, um dann später auf dem Chromebook weiterzumachen oder auf dem Tablet. Und das ist ja die tolle Sache. Da sehen wir unser Rezept. Da ist es. Wirklich mobiles Arbeiten und das sind kostenlose Dienste. Das heißt, als Google-Nutzer habe ich automatisch natürlich meinen Online-Speicher und kann auch diese Dienste kostenlos nutzen. Ist auch schön. Was ich mir immer gerne anschaue bei so Tablets ist, wie schnell reagiert es. Aber das ist halt schon super smooth. Mega nice. Ja, also auch das Tablet könnt ihr euch nochmal online in Ruhe nochmal anschauen, ob das was für euch ist oder eben am Ende die Doppeltvariante Chromebook, also eine Variante zwischen Laptop eigentlich und Tablet. So ein richtig schönes Hybridmodell. Und ich habe mal auf die Seite geschaut, wir haben da ja eine riesige Auswahl. Also lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen und die Preise sind der Hammer. Jetzt mache ich nochmal diesen Ultra-Move. Ich weiß, ich bin da auch echt wirklich in Verlockung geraten. Konntest du dich auch nicht entscheiden? Erstens konnte ich mich nicht entscheiden und also wirklich richtig, richtig gute Deals. Und ich habe ja auch schon gesagt, meine Eltern nutzen das auch total gerne, weil es ist wirklich einfach zu bedienen, keine Pflege erforderlich, schnell da. Und wenn du bloß irgendwas nachschauen willst, du klappst es auf, es ist sofort, du hast ja nichts groß gemacht, es ist sofort gestartet. Und natürlich auch sehr lange Akkulaufzeit. Also.
Super. Also schaut euch das wirklich nochmal an, was euch gefällt. Ein Wahnsinns-Ökosystem von Google und Android. Genau. Ihr habt verschiedenste Geräte von verschiedenen Herstellern, aber trotzdem ist alles kompakt zusammen. Ihr kriegt es hier auch nochmal eingeblendet, mediamarkt.de/de/specials/androidweeks. Ne, geht da drauf, schaut euch das an. Ihr könnt diese Watch gewinnen. Nochmal, geht da auch drauf. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg beim Gewinnspiel auf jeden Fall und beim Durchklicken, was ihr euch so aussucht. Jan, vielen, vielen Dank, dass du uns da so ein bisschen heute mal reingeführt hast. Immer gerne. Eine wunderschöne Infoshow. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt euch entspannt und wir werden jetzt ganz in Ruhe nach der Show mal checken, wie unsere Hawaii-Toast schmecken und ob das Rezept geklappt hat. Ich freue mich auf die Ananas und wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.